Yo, moin's hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, wer kennt das nicht? Man baut in Minecraft ein Haus und man weiß einfach überhaupt nicht, mit was man das Haus dekorieren bzw. einrichten soll. Natürlich kann man eine Treppenstufe nehmen und ein Schild an die Seite packen und das dann als Bank bezeichnen, aber ist das wirklich das Wahre? Ich glaube nicht. Und deswegen gibt es die Mod Bibliocraft und was die Mod kann, zeige ich euch jetzt. Zuallererst gibt es drei neue Dekorationsgegenstände für eure Küche, und zwar zum einen ein Cookie-Glas, also ein Keksglas. Mit Shift rechts kommt ihr in das Interface, da habt ihr dann Cookies drin und die sind auch dreidimensional in diesem Glas dargestellt. Als nächstes haben wir eine Dinnerplate bzw. einen ganz normalen Teller. Mit Shift rechts kommt ihr wieder in das Interface und ihr seht hier, ich habe einen Keks, einen Steak und einen Apfel. Wenn ihr jetzt Hunger habt, so wie ich gerade, und rechts hier drauf macht, dann könnt ihr direkt von diesem Teller runter essen und so eure Hungerleiste auffüllen. Natürlich braucht ihr auch irgendwas, wo ihr die Teller aufbewahren könnt, und dafür gibt es einen Disc-Rack bzw. eben einen Tellerständer. Da könnt ihr einfach eure Teller reinlegen, wenn ihr fertig gegessen habt, oder einfach Teller rausnehmen, wenn ihr noch was essen wollt. Sehr schön, um das aufzubewahren. Als nächstes werden mit der Mod 6 neue Stühle in Minecraft hinzugefügt, die es in allen vier verschiedenen Holzsorten gibt. Die Grundstruktur hierbei bildet immer ein ganz normaler Stuhl, den ihr dann mit fünf verschiedenen Lehnen erweitern könnt. Und so habt ihr eben zum Beispiel einen Sessel, einen eleganten Stuhl, einen Schreibtischstuhl, so einen kleinen Hocker oder eben einen ganz normalen Stuhl mit einer Rückenlehne. Als nächstes werden insgesamt sieben neue Verstaumöglichkeiten mit der Mod hinzugefügt. Wir fangen einfach mal ganz rechts an, und zwar ist es ein Label. Dieses eignet sich am besten, um Kisten damit zu beschriften. Das heißt, ihr macht das in Kisten, mit Shift rechts geht ihr in das Interface und jetzt könnt ihr Items reinlegen. Ich lege jetzt einfach mal eine Rose in die Mitte für Gartenzeug beispielsweise. Und wenn es jetzt eine Kiste wäre, dann wird das praktisch bedeuten, ah, okay, in dieser Kiste befindet sich eine Rose. Als nächstes haben wir einen ganz normalen Schaukasten, nennt sich Case. Den gibt es übrigens auch in allen verschiedenen Holzsorten, genauso wie eigentlich alles in der Mod. Mit Shift rechts machen wir die Tür auf und jetzt können wir hier ein beliebiges Item reinlegen. Besonderheit hierbei ist, ihr könnt, wenn ihr einen Redstone-Block in diesen Schaukasten legt, ein Redstone-Signal ausgeben, und so leuchtet jetzt zum Beispiel diese Lampe. Nehmen wir den Redstone-Block wieder raus, hört die Lampe auf zu leuchten. Mit der Mod wird auch noch ein neues Bücherregal hinzugefügt, und zwar das Bookcase. In diesem könnt ihr richtige Bücher verstauen. Außerdem funktioniert es genau gleich wie ein ganz normales Bookshelf. Das heißt, ihr könnt es um euren Enchantment-Table packen und eure bereits verzauberten Bücher darin verstauen, um noch mehr Zauberkraft zu erhalten. Durch die Mod wird ein neues Buch hinzugefügt, das nennt sich Redstone Volume 1. Und wenn ihr das in dieses Bücherregal packt, dann wird auch von diesem Bücherregal ein Redstone-Signal ausgesendet. Solltet ihr eure Waffen bzw. Werkzeuge immer in euren Kisten verlieren, dann ist der Two-Rack bestimmt das Richtige für euch. Ihr könnt da einfach eure Items reinlegen bzw. diese einfach verstauen. Besonders schön hierbei, es werden auch verzauberte Items verzaubert angezeigt. Tränke nehmen gewöhnlicherweise ja sehr viel Platz in Anspruch, wenn man sie in Kisten lagert. Aber mit dem Oak Potion Shelf könnt ihr Tränke einfach platzsparend in einem 12-Slot-Regal lagern. Richtig schön hierbei, die Farben der Tränke werden angezeigt und auch die Form, also ob es ein Wurf oder ein normaler Trank ist. Solltet ihr einfach sowas zum Dekorieren haben wollen, ist das Oak Shelf wahrscheinlich das Beste für euch. Es hat leider nur 4 Slots, aber ihr könnt darin einfach alle Items verstauen und es sieht auch noch schick aus. Solltet ihr keine Minimap in Minecraft haben, ist der Mapframe für euch das Richtige. Da könnt ihr einfach eine Karte reinpacken, und Besonderheit hierbei ist, ihr könnt mit einem Drafting-Kompass Rechtsklick auf die Karte machen und einen Waypoint erstellen. Dem könnt ihr dann noch einen Namen und eine Farbe geben und auf Accept drücken, und wenn ihr jetzt auf einen bereits bestehenden Waypoint mit dem Drafting-Kompass Rechtsklick macht, zum Beispiel auf diesen Leuchtturm hier drüben, dann werden euch im Chat auch die Koordinaten davon angezeigt. Als nächstes werden mit der Mod 4 neue Tische in Minecraft hinzugefügt. Der ganz normale Tisch dient einfach nur als Beistelltisch und man kann mit Rechtsklick ein Item auf ihn platzieren. Als nächstes gibt es einen sehr schönen Schreibtisch mit Kerze und einem Tintenhalter. Besonders hierbei ist, der Schreibtisch hat ein Interface und ihr könnt auf dem Schreibtisch insgesamt 9 Bücher lagern. 4 auf der linken, 4 auf der rechten Seite und eins in der Mitte, das ihr gerade lest. Außerdem gibt es noch den Typesetting Table und die Printing Press, mit der ihr Bücher kopieren könnt. Was aber in der neuen Minecraft-Version völlig unnötig ist, da ihr das auch mit einem Crafting Table machen könnt. Sollte es wie bei mir gerade Nacht sein, braucht man natürlich Licht in seiner Bude. Und was eignet sich besser als so eine schöne Lampe oder so eine schöne Laterne? Die könnt ihr auch noch mit einer Screwgun anders montieren. Mit der Lantern geht das an die Decke, als Ständer oder einfach nur als Wandhalterung. Bei der Fancy Lamp ist das einfach an der Decke, auf dem Tisch oder eben an der Wand. Ja, und da normalerweise niemand mit seiner Rüstung schlafen geht, gibt es mit dieser Mod auch noch einen Armor Stand. Mit Rechtsklick kommt ihr in das Interface und ihr könnt euch vor dem Schlafengehen einfach eure Rüstung ausziehen und wenn es wieder morgen ist, die Rüstung einfach wieder anlegen und dann am Abend die Rüstung wieder auf den Armor Stand packen.
Ja, wer kennt es nicht? Man will die Mitte einer Wand rausfinden, aber hat keinen Bock, die Wand abzuzählen, wie viele Blöcke das sind. Dafür gibt es jetzt ein Maßband in Minecraft. Mit Rechtsklick startet ihr eine neue Messung. Dann wird euch in der Mitte des Bildschirms die Entfernung angezeigt. Und wenn ihr nochmal Rechtsklick drückt, dann wird euch angezeigt, wie weit diese beiden Punkte auseinander sind. Das heißt, von hier bis hier sind es 8 Blöcke. Zu guter Letzt wird dann noch ein Clipboard in Minecraft hinzugefügt, wo ihr dann einfach eure To-Do-Liste draufschreiben könnt. Auf meiner To-Do-Liste steht jetzt die Mod-Vorstellung. Habe ich das abgeschlossen? Natürlich habe ich das abgeschlossen. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter und schreibt eine Begründung dazu. Und ansonsten würde ich sagen, war es das soweit. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Ciao!